Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen am Mittwoch, den 18. März. Ich begrüße euch in den Live-Training-Räumen der European Trading Academy. US-Markt bereits wieder Limit down. Das heißt, ist hier aufgrund dieser Volatilitätsunterbrechung, sobald 5% Loss in der Nachtsitzung erreicht werden, gestoppt. Wir kennen das Ganze schon. In der normalen Sitzung geht es dann in der Öffnung bis minus 7% runter. Das heißt, nochmal weitere 2%. Dann wird wieder gestoppt und wir sehen, das ist noch längst nicht vorüber, was da gerade am Aktienmarkt geht. Volatilität ist extrem hoch und wir wollen natürlich heute ein kleines Update geben. Und ich muss sagen, das, was mir wirklich am meisten Sorgen bereitet, was heißt Sorgen, wir haben es leider kommen sehen und ich wünschte, wir haben damit nicht oder hätten damit nicht recht, aber ihr seht das hier. Wir hatten den Negativzins in Deutschland für lange Zeit und niemand konnte sich vorstellen, dass hier die Zinsen steigen. Und jetzt sehen wir hier, ich mache mal die 10-jährigen Anleihen und wir gucken uns mal den letzten Monat an. Ja, da sehen wir hier innerhalb des Monats hier stark ansteigende Zinsen. Ja klar, wir sind noch im Negativbereich, logischerweise. Und wenn ich hier auf einen größeren, also das ist jetzt hier, was in den letzten Stunden passiert ist, sehen wir hier minus 0,3 sind wir. Und wenn ich natürlich in den letzten größeren Zeitraum gehe, dann sehen wir hier, da sind wir hier an einem Abwärtstrend noch an der Reaktion, aber wir sehen ganz klar, die Zinsen beginnen zu steigen. Und wir haben diesen riesen Crash am Bondmarkt und wir haben im Future Live Trading Raum genau hier drauf auch gesetzt. Ihr seht hier, wir haben hier die Position T-Bonds verkauft. Die ist jetzt relativ nah abgestoppt, weil wir hier ein wichtiger Unterstützungslevel kommen. Aber wir nehmen hier fast 10 T-Bond-Punkte mit. Das ist extrem viel, wenn man bedenkt, dass Bonds hier eigentlich das ruhige, sichere Investment sind. Was passiert hier und wie kann man die Bewegung erklären, wie kann man das Ganze einordnen? Fakt ist, eigentlich haben sich die Zentralbanken ja gesagt, sie kaufen Bonds, aber sie scheinen der einzige Käufer noch zu sein, der überhaupt die Bonds kauft, denn wir sehen hier, es gibt mega Druck drauf und diese ganzen Bonds, es ist ein Zeichen, dass wir einen Liquiditätsbedarf überall haben. Viele fragen sich auch, warum ist der Goldpreis gefallen? Warum fällt der Goldpreis? Warum fällt gerade alles? Und das ist eine ganz einfache Erklärung. Diese ganze Welt ist auf Kredit aufgebaut worden und jeder ist hier ans Leverage, ans Maximum gegangen und jetzt wird Liquidität händeringend gebraucht und das führt dann eben dazu, dass der Preis für Liquidität steigt und das ist eben der Preis für Geld und das ist letztendlich Zinsen und es wird hier verkauft, was zu verkaufen ist, um sich Liquidität zu beschaffen, die dringend benötigt wird. Und das große Problem ist, dass in den ganzen Bankportfolios natürlich, dass die voll sind mit Bonds und dass die neben dem Aktienverlust nun auch einen Wertverlust erreichen. Das heißt, wir haben nicht diese klassische Hedge-Situation, die wir wirklich 30 Jahre lang gewöhnt sind. Aktienmarkt geht runter, Flucht in die sicheren Bonds, sondern wir haben die Situation, es gibt eigentlich keine Fluchttür. Jeder möchte Cash besitzen, aber wo kriegt man es jetzt her? Und das geht eben dann eben nur noch über den Verkauf von den ganzen Assets. Und da kommt eben dieser ganze Druck her, was natürlich dann auch schon panikartige Züge annimmt und nicht ganz ungefährlich sein kann. Wir haben den DAX immer noch so um die, gucken wir, oder gehen wir jetzt vielleicht auf die einzelnen Märkte vielleicht ein. Ich beginne mal heute mit dem DAX wieder. Wenn wir uns den DAX anschauen, natürlich heute wieder schwächer eröffnet. Wir sind hier unten in diesem Bereich. Ich denke immer noch, wenn wir hier uns das angucken, wir sind noch nicht am Ende angekommen. Das war hier die erste Impuls, Gegenbewegung, nächster Impuls. Wir haben hier vielleicht nochmal einen kleinen Versuch einer Konsolidierung, aber ich befürchte fast, dass es noch den finalen Sell-Off gibt, der uns hier unter die 8000 drücken wird. Ich meine, klar, ich kann auch nicht hell sehen, aber im Moment, wenn ich mir die Bonds angucke, dann ist es ein Szenario, wo ich sage, das gefällt mir gar nicht.
Das ist brandgefährlich. Und ihr müsst euch Folgendes überlegen. Die Regierungen dieser Welt müssen oder wollen natürlich Hilfsprogramme starten. Dafür brauchen sie entsprechend Geld. Dieses Geld ist natürlich, indem sie ihre Haushaltsdisziplin aufgeben, also indem sie hingehen und losgehen und sich weiter versuchen zu verschulden. Aber auf der, das bedeutet, letztendlich versuchen sie das Angebot an Schulden zu erhöhen. Gleichzeitig gibt es aber keine Nachfrage und dadurch beginnt nämlich der Preis von den Bonds so stark zu fallen, um wieder Nachfrage zu kriegen. Aber umgekehrt bedeutet der Preis, wenn der Preis von dem Bond ausgeführt, steigende Zinsen. Und das große Problem bei steigenden Zinsen ist, dass es eben kein Prozess sein wird, der langsam vorangeht und der schleicht, sondern es gibt hier einen Wettlauf um Kapital und das wird massive Auswirkungen haben. Ich werde heute um 11 Uhr ein Webinar machen. Wir stellen gleich den Link zum rein. Könnt ihr euch gerne einloggen. Da könnt ihr auch Fragen zu den ganzen Situationen stellen und so. Es ist nicht unser Marktkommentar. Es ist nicht Live-Trading. Sondern wir versuchen hier einfach die Situation jetzt täglich mal ein bisschen einzuordnen, zu beleuchten. Ich sage ganz klar, ich werde meine Sicht da erklären. Ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, ob meine Sicht die richtige ist. Woher soll ich das denn auch wissen in solchen Zeiten? Aber zumindest will ich euch ein bisschen an meinen Gedankengängen und meinen Erfahrungen teilhaben lassen. Und für viele ist ja diese Situation, crashende Märkte oder so, sowieso neu. Das ist für mich nicht ganz neu. Ich habe das schon ein paar Mal erlebt und auch da könnt ihr natürlich Fragen zu stellen. Das können wir alles beantworten dann in diesem Webinar. Ich mache das jetzt täglich. Ich habe mir auch gedacht, es sind viele Leute, die jetzt zu Hause sitzen. Die Zeit wird lang und was soll man entsprechend tun? Und dass wir einfach so eine so ein Market Talk eine Stunde machen, machen wir immer von 11 bis ungefähr 12 Uhr, 11.45 Uhr habe ich mal eingeplant. Jeden Tag wird das laufen und die Links schicken wir jetzt gleich rum, dann könnt ihr euch dafür einloggen. Ja, okay, also DAX derzeit, wie gesagt, mit dem Gap Down aufgemacht. Ich sehe noch weiter Platz nach unten. Kleine Erholungsmoves sind natürlich immer wieder drin oder wären auch entsprechend möglich. Aber ich glaube, dass das Low ist hier noch nicht erreicht worden. Das große Problem, wie gesagt, wenn wir uns mal den amerikanischen Markt anschauen, dann haben wir hier einen ziemlich defragmentierten Markt. Also schauen wir uns mal den S&P an, dann sind wir hier tatsächlich im S&P noch über diesen Dezember 2019 Tiefs. Da haben wir so eine scheinbare Unterstützung, von der wir nochmal abprallen. Wenn ich den Dow Jones mir allerdings angucke, und das ist hier der Dow Jones, dann haben wir dieses Tief hier schon unterschritten. Ja, das heißt, der breite Markt hängt dann noch drüber. Und wenn ich den Nasdaq anschaue, dann sind wir noch weit entfernt davon. Und jetzt meine Erklärung dafür ist, dass tatsächlich immer noch bei vielen die Überlegung steht, das ist alles günstig und wir können uns jetzt mal Apple-Aktien und so weiter kaufen. Das heißt, dass das hier immer noch Geld reinfließt in bestimmte Werte wie Apple und andere große Tech-Unternehmen, die ja vertreten sind, dann auch im S&P einen großen Teil ausmachen und im Nasdaq einen großen Teil ausmachen. Und solange wir hier noch keinen Sell-off und keine Aufgabe gesehen haben, wir auch hier noch kein Tief erreicht haben. Und ich gehe davon aus, dass wir eventuell heute die Chance haben, dass die Marktteilnehmer realisieren, dass das Ganze auch Apple Milliarden kosten wird. Ne? Apple hat alle seine Stores geschlossen. Klar, man kann noch online die Sachen verkaufen. Aber wir sind erst in der Phase Nummer 1. Die Phase Nummer 1 heißt im Moment, dass viele Amerikaner, viele Menschen weltweit keine Aufträge haben, keine Arbeit haben, beziehungsweise weniger Arbeit haben, sich einer Welle von Stornierungen gegenüber sehen. Und ganz ehrlich, Apples Geschäftsmodell ist darauf aufgebaut, dass sich die Menschen Jahr für Jahr neue iPhones kaufen, neue Tablets kaufen und dergleichen. Und ich habe da meine großen Zweifel dran, dass das in den nächsten, zumindest in dem nächsten Jahr so alles easy, schnell wieder weitergeht. Und die Idee, die viele Marktteilnehmer noch hatten, ach, ich kaufe mir einen soliden Wert, der geht definitiv immer wieder nach oben.
Ich wäre da sehr vorsichtig hier, da so in das fallende Messer zu greifen. Und ich kann mir eben vorstellen, wenn ich den Chart hier vom Nasdaq sehe, dass wir eben diesen Sell-off hier noch nicht gesehen haben, dass es eben hier auch noch dazu kommt. Und wie gesagt, heute ist so ein kritischer Tag durchaus. Und ich will euch auch noch mal kurz zeigen, warum das Ganze so kritisch ist. Dafür nehmen wir jetzt aber den S&P-Chart. Klar, wir haben schon eine hohe Vola. Und ich gehe jetzt mal hier im S&P, gehen wir hier auf den Monthly. So. Wir sehen letztendlich eine Linie, die sich aus diesen Tiefs hier und diesen Tiefs hier rausmacht. Jetzt werden wir sagen, ja, wir sind doch schon unter diesen Tiefs und wir können auch das hier machen. Letztendlich ist ein Markt nicht wie so ein Schweizer Uhrwerk, dass eine genaue Linie überhalten wird. Die wird auch mal überschossen. Das war hier ein Überschießen und dann ging es schnell wieder hoch. Viele Marktteilnehmer gehen von aus, ah, wir überschießen jetzt hier auch, aber Fakt ist eigentlich, dass, und wir sind gerade dabei, dass wir diese Linien hier brechen oder wirklich auch gebrochen haben, dass der Markt dann diese 2015er Niveaus hier anläuft. Also, und das ist noch ein Stückchen im S&P. Und da kommen wir dann eben auch, dass der Nasdaq denn hier eben noch fällt. Und das ist jetzt erstmal auch mein Kursziel. Solange wir nicht wirklich eine deutliche Erholung sehen am Markt ist, haben wir tatsächlich neue Kursziele, die wir noch mal ein bisschen tiefer gesetzt haben als unsere alten Kursziele. Alten Kursziele lagen hier in dem Bereich, die sind erreicht worden, aber ich befürchte fast, dass wir hier noch mehr sehen können. Jetzt ist es mit Kurszielen immer so, in so einem Markt können sich die stündlich ändern und das müsst ihr auch immer berücksichtigen. Wenn ihr den Marktkommentar heute Morgen hört, ihr müsst wirklich in dem Live-Trading-Raum immer wieder reingucken und auch checken. Ich bin natürlich auch schnell mal, dass ich die Seite wieder wechsle und auf der Long-Seite trade. Das hängt ganz extrem von den aktuellen Ereignissen und den Schwankungen ab. Nur im großen Bild im Moment sehe ich einfach das Potenzial hier noch, dass hier noch nicht alles passiert ist. Also Markt, US-Markt weiterhin im Crash-Modus, DAX weiterhin im Crash-Modus. Ja, Bond-Märkte haben wir gerade drüber gesprochen. Und das ist ein Desaster, was wir da am Bondmarkt sehen. Wir gucken uns ihr müsst euch überlegen, die Zentralbanken kaufen. Und hier war der Peak nochmal zu den neuen Tops. Seitdem sehen wir hier diesen Abverkauf. Und Kursziel dürfte die Jahresanfangslows sein. Das ist hier die 168. Sind wir jetzt nicht mehr weit von entfernt, noch 2 Punkte. Können wir durchaus heute erreichen. Also können wir heute hier hingehen. Es muss auch euch Folgendes klar sein: Bei den Anleihen, die einzigen Käufer scheinen nur noch die Zentralbanken zu sein. Und wenn die Zentralbanken nur noch kaufen, alle anderen verkaufen. Und dass es hier sich selbst verstärkende Effekte gibt. Je tiefer der Kurs ist, umso mehr.